Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn und damit auch zu einer neuen Aufnahmesession. Ja, der Rayon setzt sich mal wieder dran, um hier vielleicht ein kleines Stückchen weiterzukommen in dieser Geschichte. Ja, boah, wir schon ziemlich weit sind in der Story, habe ich so gerade das Gefühl. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Das war eine Schockwurzel. Was? Das ist immer wieder schön. Für jede Maschine, vor jedem Geräusch, was man hier hört in diesem Spiel, auf einmal Schiss bekommt. Weil man das Spiel einfach mal wieder mal 2 Wochen nicht gespielt hat. Man, das erwähne ich halt an jedem Start einer neuen Aufnahmesession, ich weiß, aber es ist auch einfach so. Ich hatte, das kann ich auch mal kurz erzählen, weil wir sammeln ja eh gerade Zeug ein. Ich hatte heute keinen Bock aufzunehmen. Ich hatte Bock auf gar nichts. Ich weiß gerade nicht, was ich gerade für eine Tiefphase gehabt habe. Aber ich habe mich selbst dazu gezwungen gerade quasi. Weil ich einfach nicht will, dass morgen eine Folge ausfällt. Und ich starte so das Spiel. Das Intro-Theme ertönt. Das Aloy-Theme, wer es kennt, der weiß. Ah, geil. Und ich dachte mir so, boah, was bist du für ein dummer Fratz. Ah, und ich hatte sofort wieder mega Bock. Das ist so mega schön. Wie einen ein Theme, also ein Musikstück, so mega motivieren kann. Das ist einfach nur krass. Okay, das sind Stürmer, von denen halten wir uns mal fern, weil die könnten ganz schön aggressive sein. Aggressive. Rayon, bitte achte auf deine Aussprache. Wir sind immer noch bei der Hauptquest. Vielleicht kann ich mir mein Gedächtnis auffrischen. Hier, Quests, Hauptquest. Der gefallene Berg. Aloy reist auf der Suche nach der Masterüberbrückung ihrer einzigen Hoffnung, Hades zu bezwingen, zu den Ruinen von Gaia Prime. Okay, alles klar, kriegen wir hin. Gut, dass ich das gefunden habe. Oh ja, Aloy, das werden wir bestimmt noch brauchen. Okay, ich sollte wirklich mal mehr Kräuterchen sammeln. Das sehe ich gerade. Ach komm, Verderbnis, ne. Brauche ich nicht. Haben wir Heiltränke dabei rein, theoretisch? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, Heiltränke sind wir ganz gut bedient. Das ist sehr schön. Denn da oben wird sicher irgendwas Böses lauern. Ne, bin ich mir sicher. Und wenn es die Eclipse sind, sind das Hades-Truppen. Oh, die Eclipse ist eigentlich Hades. Die arbeiten ja zusammen. Aber es sagt, Hades kontrolliert die Eclipse. Auch wenn das die Eclipse nicht weiß haben will. Finde ich auch schön, dass man mit Aloy hier einfach sprinten kann. Und das nicht irgendwie auf die Ausdauer geht, dass sie nachher nicht mehr gut kämpfen kann. Da kann ich auf ein anderes Spiel verweisen. Elder Scrolls Online. Ich kann da nicht sprinten, weil ich ein Ausdauerbild habe. Okay, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Warum ist das Teil hier im Stein? Das ist nicht gesund für die Pflanze. Gedeiht trotzdem. Ich kann die sammeln. Ernsthaft? Ach, das ist ein... Okay, da macht Sinn. Okay. Bereit zur Installation. Horizon Zero Dawn Version... Ja, geil! Kennst du das, ich mache, bevor ich spiele? Nee, jetzt hat keinen Bock. Nee. Jetzt hast du Pech gehabt. Nee. Nee. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. So. Ja, wenn wir mal durchscannen. Ich sehe jetzt auf jeden Fall noch keine Feinde. Vielleicht sind da ja auch keine Feinde und einfach. Ja, das wäre ja auch mal schön. Eine nette Abwechslung einfach mal. Niemanden zu haben, der einen komplett boykottiert. Was ist das denn? Ah, dann müsste ich etwas anderes ablegen. Was? Wir sind noch nicht schon wieder voll, oder? Ach so, Sprengfalle. Ja, das ist natürlich klar. Die verwende ich ja nie. Meine Sachen nie verwenden, sind die Taschen ganz voll. So. Wahrscheinlich hier natürlich gern mit. Und ein paar Sidekicks. Gehe ich hier eigentlich richtig? Nein. Aber hier komme ich nicht rüber. Das ist das Problem. Gibt es da vielleicht. Da gibt es bestimmt irgendeinen Kletterpfad. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sieht man irgendwo schon an der Wand? Aloy, halte Ausschau. Ist doch bestimmt irgendwo ein Kletterpfad, du brauchst mir nicht erzählen. Da muss ich einfach da drüben hoch. Sollte eigentlich gehen, dass ich einfach da drüben hochkomme, oder? Sollte eigentlich gehen. Komm, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht kommen wir da drüben. Der Weg auf den Berg wird schwierig. Dort lauern überall bösartige Maschinen. Oh ja. Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben. Aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Ach da. Warum überrascht uns das nicht? Das hatten wir ja noch nie. So. Maschinen, die Menschen tolerieren. Hm. Ist das neu? So. Ey, Leute! Ey, Leute! Ey, Leute! Mach mich nicht fertig. Oh, der Jump'n'Runs. Ich hasse sie. Ah! Lass mich in Ruhe mit Jump'n'Runs. Nein, bitte nicht. Das ist doch richtig dreckig gesetzt, die Stelle. Tische an der Ebene. Wächter auf der anderen Seite. Pirsche sind doof, Mann. Mag keine Pirsche. Okay, jetzt auch noch schleichen wir. Ich hab keinen Bock auf die Pirsche. Überhaupt keinen Bock.
Pöscher haben ja so ein blödes Ordnungsorgan, das könnte uns ein Gefängnis werden. Ich mach einfach mal Risky Frisky über den Berg. Funktioniert das ja ganz gut. Hier komme ich nicht weiter hoch, ne? Obwohl, hier. Na komm, wir machen Risky Frisky über den Berg. Wenn das gehen würde. Anscheinend ja nicht so. Duck dich, Aloy. Versuchen mal keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht gelingt es uns ja. Vielleicht. Nein, du siehst mich nicht. Pfui. Hör auf. Ja, das Interesse. Wo muss ich jetzt genau weiter? Warum leuchtet das hier so krass? Das ist mir nicht sympathisch. Das Problem ist, ich muss da drüben hoch. Problem ist, ich muss da drüben hoch. Das ist nicht gut. Das ist fucking nochmal nicht gut. Was soll ich denn das machen? Ich kann mich da nicht vorbeischleichen. Das funktioniert nicht. Ich muss die fertig machen. Ich glaube nicht, dass ich da unbemerkt vorbeikomme. Das ist, glaube ich, nicht die Möglichkeit hier. Mal hier rüber. Den kann ich... Hä, was? Rotaugenwächter. Ich habe noch nie verstanden, was an den Rotaugenwächtern so besonders ist. Warum die anders heißen. Da müsst ihr mir noch erklären, wenn ihr das wisst, Leute. Okay, der dreht um. Da können wir jetzt unbemerkt vorbei. Mal gucken. So. Wozu ist dieser Baumstamm hier? Ist der nur Deko? Oder hat der eine Funktion? Ist gerade so richtig undercover. Oh. Das war fucking knapp. Hat niemand gesehen. Doch, anscheinend doch. Oh shit! Ach man, diese dreckigen. Ich hasse sie, ne? Ich habe keinen Bock, gegen die alle zu kämpfen. Geh weg! Nee. Kann ich nicht. Mann, ich wollte den heranholen, schon den überbrücken. Hat nicht funktioniert, okay. Okay, dann müssen wir andere Mittel walten lassen. Aua! Pfui! Komm doch her! Rotaugenwächter. Sie sehen auch ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ja, komm doch! Komm doch mal, one on one! Ja, komm doch! Nee. Ich kann mich schon aus mit euch fliegen. Da habe ich kein Problem mit. Ja, zwei gegen einen ist unfair. Das müsst ihr euch jetzt nochmal überlegen. Der tue ich auch noch ran. So, der eine ist down. Sehr schön. Nein, pfui. Alter, das wird gerade ein richtiges Massaker hier. Aber es ist schön, wieder so ins Spiel reinzukommen. Das Spiel. Es heißt uns willkommen. Und zwar mit hier. Hast du vergessen, was du machen sollst? Dann stirb. So. Nachcraften. Da war ja was. Stufe 41, danke dir. Nein, geh weg, geh weg. Aua! Na komm doch her! Getroffen, sehr schön. Nice!
So, Ebene geklärt. Das war's, Kinders. So. Lebt noch jemand? Da lebt ja wirklich noch jemand. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, es hackt. Tja, Sniper-Duell habe ich gewonnen. Bist du? So, heil ich mal voll, Aloy. Dann gehen wir weiter. Easy. Schön. Ist ja voll neues Gefühl, endlich mal was zu spielen, was man nicht auf der VR spielt. VR ist zwar eine richtig geile Sache. Sollten auch schon ein paar Folgen online sein von Robinson The Journey. Aber es ist fucking anstrengend. VR ist einfach fucking anstrengend. Ich erwähne das ziemlich oft, aber es ist einfach so. So auf einem schönen großen Bildschirm zu spielen, das ist einfach nur... Das ist Luxus, das ist auch mal wieder lustig. So. Aber VR ist auch schön. Zwar fucking anstrengend, aber... Ist auch schön. So. Ab zu Gaia Prime. Der... Stätte, wo wir vielleicht doch ein bisschen mehr Antworten finden in unserer Story, in unserer Geschichte, in dieser Welt. Wir wissen zwar schon ziemlich viel von der Story und von der Scheiße, die hier gerade passiert ist... Und immer noch am passieren ist, hat er gesagt. Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht. Ich muss zugeben, ich will die Verwüsterkanone haben. Bin ich ganz ehrlich. Wenn wir nicht kämpfen müssen, streiche ich mich durch. Denn leveltechnisch und so weiter bringt es nicht mehr wirklich viel zu. Ich habe mich ehrlich entdeckt. Das ist ein Vogel, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ihr seht mich nicht. Okay. Dann halt noch einen kleinen kurzen Abstecher. Habe ich kein Problem mit. Alter, ich habe da ein Problem mit. Alter. Shit. Alter, jetzt weich doch nicht aus, du kleiner Wichskopf! Da kommst du doch eh nicht rein! Hast du schon deine Knarre abgeworfen? Da kommt die rein. Shit. Hast du denn schon deine Knarre abgeworfen, deine kleine Süße? Okay, wir gehen einfach eins mal weiter runter. So. Da sind ja noch mehr von den Dullis. Ich glaube, es hackt. Aua! Ja, genau die Kanone will ich ja. Alter, ja, ballert mich an! Und zwar alle zusammen! Ja, ist okay! Nachgehaften. Ja, die ballern mich von vorne und hin. Ich kann ja gar nicht ausweichen, weil ich in den nächsten reinrolle, wenn ich ausweiche. Alter, das ist echt. Nee, das geht so nicht. Nee, 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 so kann ich nicht arbeiten. Ja, ich will deine Knarre haben. Ist schon okay. Ich will doch endlich deine verdammte Knarre. Ist doch echt nicht dein Ernst jetzt hier. Ele, das ist nicht Vorteil. Ich sehe da drin was. Du hast deine Knarre immer noch drauf. Gib mir verdammt nochmal deine Knarre. Ach, da liegt sie ja schon. Sehr schön. Die, genau die will ich haben. Nein, pfui. So, jetzt wird aufgeräumt. Aua. Ja, ist okay. Ja, ja, ja. Aua. Alter, was ist das hier für ein Metallknäuel? Aua! Alter! Ihr übertreibt! Alter! Langsam reicht's! Da bist du reingerollt, selbst schuld. Alter, die ganze Ebene vereist hier. Ja, echt nicht zu glauben. So, mit dem war es auch. Aua! Hat echt noch einen Shot. Ab geht, geht. So. Jetzt gibt's den Grau, habe ich dann den Krank. Ernsthaft?
Da bist du aber voll reingeflogen gerade, Kumpel. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist echt. Nee, das gibt's nicht. Ja! Zeigt euch doch und ballert nicht aus dem höchsten Himmel! Alter, was ist das hier gerade für ein Szenario? Das Wetter passt doch voll dazu. Das ist ein richtiger Blizzard. Ja, wo sind die? Hi. Und Ziele! Alter, lass mich ziehen, verdammt! Ich hasse die. Die lassen einen nicht zielen. Ich muss doch eh nur einmal oder zweimal treffen. Das reicht schon. Da sind die down. Die haben keine Chance gegen meine Power. So. Aber die übertreiben es langsam mit der Maschine. Was ist das hier für ein Metallknäuel? Und. Hi! Ah, verfehlt! Hi! Kannst du bitte runtergehen von mir? Danke. Ja, ist okay! Ja, baller weiter! Down! Ich mach die wirklich mit zwei Shots down. Das ist schon schön. Und ein gezielter Schuss. Das war's. Batz. Dann den Loot krieg ich nicht? Doch, krieg ich, okay. Okay, schön. Krieg ich denn noch irgendwo auch Heilung? Ich hol mir noch Frostbeulen. Ja. Ich hab doch gesagt, das Szenario passt bestens dazu. In der Situation, in der wir uns gerade befinden. Das ist wirklich Props an die Spieleentwickler. Ich sag's viel zu oft. Ja, obwohl, man kann eigentlich nicht auf. Man kann eigentlich nicht zu viel loben, glaube ich, oder? Kann man das? Nein, ich glaube nicht. Okay, hier haben wir rasiert. Hier haben wir deutlich rasiert. Drei Verwüster, oder waren es zwei? Ich glaube, es waren drei. Und drei von diesen Duty-Vögeln. Von den Grauhabichten. Das ist schon eine Leistung. Das soll mal einer mal nachmachen. Da werden sich bestimmt viele Mal ins Hüschen gepisst haben. Hab ich auch. Deswegen keine Facecam. Oh, so. Wir sind immer noch weiter, ne? So. Ist hier denn noch irgendwas zum Einsammeln? Das sind Verderbnisblümchen. Das ist Heilung. Ja. Ich will nicht meine Heiltränke nicht verschwenden. Nachher haben wir irgendeinen riesigen Bosskampf. Und dann habe ich keine Heiltränke mehr. Das wäre doof. Etwas Vorrat. Der Vorrat wäre richtig nice. Ist da drüben auch noch Vorrat? Wenn ja, dann nehme ich das auf jeden Fall gerne mit. Hartholz. Kann man auch mal mit. Oh ja, yeah. Okay, ist das Reinholz. Okay, ist okay. Ich sag Hartholz. Das ist Verderbnis. Das ist Eis. Das ist Schock. Das ist irgendwas anderes. Auch Schock. Da haben wir noch Blümchen. Ja. Haben wir. Das ist Reinholz. Okay. Dann sagen wir, gehen weiter. Wir haben immer noch fast 400 Meter noch vor uns, also 350, bis zu den großen Antworten, die ja vielleicht auf uns warten. Ich gehe hier komplett auf den Gebirgspass zu, kann das sein? Ne, passt eigentlich sogar. Sollte es irgendwo hochgehen? Ne, da drüben geht's hoch, alles klar. Eigentlich hätten wir einfach nur durchlaufen müssen und dann hier hoch. Die hätten uns nichts anhaben können. Die wären hier nicht mitgekommen, es sei denn, die ballern uns runter. Können die uns runterballern? Obwohl, die habe ich, die wären mitgekommen. Okay, wäre doch keine gute Idee gewesen, hier einfach durchzulaufen. Aber es wäre eine Option gewesen, für die, die keinen Bock haben zu kämpfen. Mhm. Blümchen, danke schön. Ich will mal wieder einen vollen Kräuterbeutel. Wie oft hatten wir das? Fast nie. Ich gehe gerade runter, das ist keine gute Idee. Ich muss da drüben weiter. Nur wo ist die gute Frage gerade? Einfach hoch hier, oder wie? Das kann doch nicht stimmen, oder? Naja, ich bin eine Etage... Okay, wäre es auch gegangen. Aber ich bin eine Etage höher, das ist schon mal gar nicht so schlecht so. Wenn man keinen Ausweg findet, dann sich einfach auch nicht schaffen, oder? So. Das Blöde ist, hier geht's nicht weiter. Ach, da geht's weiter. Nee, geht's doch nicht. Ich sehe zwar, obwohl, kann Ayla da hochspringen? Ich weiß es nicht, mal gucken. Wenn Ayla sich da drauf stellt, kann die... Ja, achso, da war auch noch ein falscher Vorsprung. Alles klar, danke dir. Oh, shit.
Fuck! Nein! Das ist das zweite Viech, wofür ich nie kämpfen hätte wollen. Nach dem Donnerkiefer ist das so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Ein fucking Sturmvogel! Versucht immer alles zu klauen. Alter, das sieht aus wie so ein Jet mit den ganzen Leuchten. Versucht immer alles zu klauen, was es so gibt. Ja, wir lesen das einmal durch. Alle Maschinen katalogisiert. Danke. Harte Außenhülle, die synthetische. Ja, ist okay. Und Betriebssysteme schützt. Gibt's irgendwie Schwachstellen? Feuer! Feuer und Abriss! Abriss! Eis und Abriss! Abriss! Auf Feuer gehen wir ganz geil, oder? Was ist ein Feuer? Lohebehälter. Der Lohebehälter ist die Brust, ne? Ja. Ah ne, das ist das Blitzgewehr, würde ich gerne klauen. Kann ich das runterballern und klauen? Ich würde dem das gerne klauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn das denn möglich ist, das runter zu klauen. Also wir machen Schaden. Nein, nicht Schock. Ich würde gerne mit Eis was machen. Ich kann den einfrieren rein theoretisch. Also wenn er nah genug rankommt, sollte man das eigentlich rein theoretisch schaffen. Aua! Nein! Alter, wie riesig das Teil einfach ist. So. So, jetzt machen wir Schaden. Ach, scheiße, ich hab verfehlt. Ah, warum verfehle ich? Komm schon. Ah, warum verziehe ich immer so mit dem Bogen? Das sind die Druckwellen. Ich kann nicht gut ziehen bei dem Teil. Ich mach zwar fucking viel Damage. Alter, ich hasse Flugviecher. Das ist so grottig. Echt komplett verfehlt. Ach, wieder komplett verzogen. Ich verschieße Pfeile ohne Ende. Das ist schon. Ich will den nicht nochmal einspielen. Ja, pfui. Aber ich habe den schon alle Waffen runtergedamaged. Also der kann nur mehr Nahkampf machen, habe ich so das Gefühl gerade. Alter, ich verziehe so extrem bei dem Teil. Warum kann ich da nicht ziehen? Warum mache ich eigentlich so fucking wenig Schaden gerade? Ich mache mit drei Pfeilen. Drei fucking Pfeilen. 214 Schaden, ne? Ja, okay. Es gibt Leute, die machen nie in dem ganzen Spiel 214 Schaden mit irgendwas. Aber beim OP-Bogen sollte eigentlich mehr drin sein. Wo ist der Dulli? Das ist nicht sympathisch. Verschwinde. Oh, shit. Ach, komm. Schon. Wir haben ihn gleich. Das war dein Booster, Wächter Gaia. Nice. Alle Kampfmaschinen erledigt. Ja, Mann. Geil. Ui, der hat lilanes Zeug. Ja. Sturmvogel. Was? Schadenspule. Ja, ich krieg noch mehr Schaden. Und Nahkampfschutz. Und Eisspule. Und Sturmvogelherz. Alles. Ins Mull. Wisst ihr was? Kann ich da rein theoretisch nochmal Schaden draufpacken? Also nur rein theoretisch. Also jetzt nur, rein theoretisch. Nicht, dass ich es machen würde oder so, weil ich, damit ich nochmal Schaden drauf kriege. Aber rein theoretisch könnte ich da nochmal Schaden draufpacken. Ich könnte da nochmal Schaden draufpacken. Aber das würde mir ziemlich viel Abriss kosten, das ist das Problem. Eigentlich nochmal bloß 35% Schaden draufkriegen. Was schon krass ist. Komm, führ den Schaden. Dann ist das ein kompletter Schadensbogen. Alter. Das ist schon krank, der Bogen. Komplett auf Schaden getrimmt. Das ist geil. Aber Leute, ich hab mich hier noch ins Gras, damit mich nichts umbringt. Das war's mit dieser Folge von Horizon Zero Dawn. Wir hatten ein mega krasses Ende. Das war eine Folge, die alles hatte, was eine gute Folge braucht. Story-Elemente, Pun-and-Fails, ein krasses Finale. So soll es sein, so soll eine Folge Horizon Zero Dawn auch schön. So will ich das haben. So, Leute. Ich schneide die Folge und gehe ab in den Renderprozess und lade es nochmal schnell hoch, damit heute noch die Folge online kommen kann. Ich hoffe, es geht sich pünktlich aus um 14 Uhr. Ja, nicht vergessen, 14 Uhr kommen jetzt täglich die Horizon Zero Dawn Folgen.
Vielleicht hätte ich das am Anfang der Folge sagen sollen, damit wir jetzt wirklich alle mitkriegen, die bis jetzt schon abgeschaltet haben. Episköpfe. Ja, täglich 14 Uhr kommen jetzt Horizon Zero Dawn Folgen, nicht mehr 15 Uhr. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Lasst eine Bewertung da, schreibt ein nettes Kommi und Rian sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!